Alles klar. Nee, das Mikro ist so gut, das hören Sie kaum. Also, erstmal sagen die Professoren, Reformen wie Gesundheitsreformen, mit denen müssen wir Gelder generieren, ein volkswirtschaftliches Plus generieren. Ja? Zum Beispiel mein Hausarzt hätte da vorne seine Praxis, würde mir in Zukunft spaßmachende, kostenlose Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Sportkurse, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten, also so eine Art Gesundheits-Lifestyle-Club anbieten. Und seine Gewinne würden auch berechnet werden. Für jeden Monat, den ich zum Beispiel, ich vereinfache jetzt, den ich gesund bleibe, gibt es Honorar und nicht für die Zahl der Tabletten, die er verkauft oder verordnet. Ja? Das heißt, Präventionsmedizin wird gefördert, ganz stark. Wir werden alle etwas gesünder, sparen jedes Jahr 70 Milliarden ein. Und dafür müssen wir natürlich der Pharmaindustrie helfen, dass die nicht in die Knie geht, wenn wir weniger Tabletten brauchen, ja, alle zusammen. Dann bleiben uns 50 Milliarden übrig. Von denen könnten wir eigentlich einen Großteil, wenn wir wollten, ins Klima tun, wenn wir das dann wollten. Ja? Aber erstmal, und so wäre, das wäre eine von 20 Reformen. Sie haben zum ersten Mal wahrscheinlich in Ihrem Leben von dem dritten System der zweiten Sciences geführt. Was ist Ihr erster Eindruck? Das hört sich gut an. Die Gesundheitspolitik, wie sie jetzt ist, ist falsch, weil sie nur an den Symptomen rumdoktert und die Prävention nicht belohnt. Sie fördert nicht die Gesunderhaltung, sondern es werden über Krankenhäuser und Pharmaindustrie jede Menge Mittel verschwendet, die in der Prävention sinnvoller aufgehoben werden. Es wird jeder operiert, der nicht bei drei auf den Bäumen ist, einfach nur, weil das Krankenhaus im Wettbewerb das Geld braucht. Und das sind die falschen wirtschaftlichen Zwänge. Ja? Und die werden korrigiert durch das neue System. Ja, finde ich gut. Und jetzt unser realpolitischer Plan ist, wir versuchen, diese Revolutionäre umzustimmen auf den dritten Weg und dass dann Greta irgendwann hier steht und sagt, lasst uns doch mal weltweit in jeder Talkshow diskutieren über das dritte System der zweiten Sciences for Future, ob das nicht viel vernünftiger ist als irgendwie eine gewaltsame Revolution, von die sowieso nicht kommen wird. Ne? Das ist so unser Ansatz. Ja, sinnvoll. Eine Revolution wird wahrscheinlich nicht stattfinden, weil es zu wenige gibt, die so radikal dann sein werden. Promillebereich. Gucken Sie mal, wie wenig das schon sind. Ne? Promillebereich. Ja, ich habe es gesehen, ja. Und dann danke ich Ihnen und Sie finden...